Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir. Der Titel sagt ja bereits eigentlich schon alles, worum es in diesem Video geht, aber ich möchte das hier mal so ein bisschen weiter ausführen. Warum ist für mich Bud Spencer der Alpha-Mann? Oder überhaupt ein Alpha-Mann? Nun, ich habe dieses Thema mit den Alpha-Männern wirklich sehr lange jetzt recherchiert. Ich glaube, anderthalb Jahre bin ich jetzt an dem Thema dran und schaue mir immer so in der YouTube-Welt, also es bezieht sich ja weitgehend auf die YouTube- oder TikTok-Welt, dieses ganze Thema. Im wahren Leben sieht es halt alles immer so ein bisschen anders aus, wenn es um Alpha-Männer geht. Welche Männer sich als Alpha-Männer bezeichnen, was die breite Masse glaubt, was ein Alpha-Mann ist. Und ich hatte dazu ja schon mal ein Video gemacht, über den Alpha-Mann, da müsst ihr mal auf meiner Liste gucken. Ich habe ja noch nicht so viele Videos, da ist es auf jeden Fall mit dabei, wie sich das eigentlich so gestaltet, was ein Alpha-Mann ist. Und ich finde, das beste Beispiel dafür gibt meiner Meinung nach der Bud Spencer. Bud Spencer, der mit bürgerlichen Namen Carlo Pedersoli hieß, ist 1929 geboren worden in Neapel. Als er zur Welt gekommen ist, wog er schon 6 Kilo. Also da würde ich sagen, ja, das ist das, was ich auch als Hundezüchter sage. Da erkennt man schon, wo die Reise hingeht. Das macht sich durchaus in der Wurfkiste schon bemerkbar. Das Interessante an dem Mann war nicht nur, dass er Film- und Fernsehschauspieler gewesen ist, sondern dass er auch mal bei der Olympiade geschwommen hat. Und Musiker gewesen ist, er hat als Komponist gearbeitet, er war sowohl auch Politiker als auch Erfinder und der Gründer dieser Fluggesellschaft, wie hießen die denn nochmal? Mistral Air oder so hießen die. Also der hatte schon ein ziemlich abwechslungsreiches Leben und hat einiges in seinem Leben geleistet, wo sich die selbsternannten Alpha-Männer, die man heute so auf TikTok und Co. sieht, eine gewaltige Scheibe abschneiden könnten. Denn ich glaube, da kommen die nie ran. Der Mann hat damals übrigens 2 Klassen übersprungen. Das sagt ja auch schon einiges. Und der hat auch ein Studium der Chemie angefangen in Rom. Aber wie gesagt, da kam ja der Zweite Weltkrieg dazwischen. Und die Familie ist dann wohl nach Südamerika geflohen. Und das ist eine ziemlich bewegte Geschichte. Und ich glaube, in Südamerika hat er dann noch ganz normal gearbeitet, glaube ich, war in einer Arbeiterklasse, ne? Und er hat meines Wissens nach auch Rechtswissenschaften noch studiert. Das hat er auch abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wann und wo und wie, aber das spielt ja jetzt auch erstmal gar keine große Rolle. Und er wollte ursprünglich mal Rechtsanwalt werden, aber eben wegen seiner ganzen anderen Aktivitäten ging das nicht, ne? Also was Bud Spencer jetzt, beziehungsweise Carlo Pedersoli, einigen wir uns einfach auf Bud Spencer, jetzt so gemacht hat, karrieretechnisch, also filmtechnisch, welche Auszeichnungen der bekommen hat und welche Filme er gedreht hat und alles. Das soll jetzt gar nicht in diesem Video das Thema sein, sondern einfach das, warum ich finde, dass Carlo Pedersoli ein, jetzt sage ich es ja schon wieder Carlo Pedersoli, aber ich gerade gesagt habe, wir einigen uns auf Bud Spencer. Naja, ist ja wurscht. Für mich wirklich ein Mann ist. Ein Mann, den andere Männer sich zum Vorbild nehmen könnten und vielleicht meiner Meinung nach auch sollten. Ein Mann, zu dem man aufschauen kann, bei der Größe im wahrsten Sinne des Wortes auch. Und eben ein Mann, der so viele Fans hat. Also ich glaube, ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der nicht irgendwie Bud Spencer gut findet, die Filme nicht gut findet. Oder jedes Mal, wenn ich mit jemandem über Bud Spencer rede, heißt es immer, oh, und oh ja, das war super, oh, ich liebe Bud Spencer. Also da merkt man schon, welchen Einfluss dieser Mann generell gehabt hat. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so auf die Filmfigur als solche eingehen, wie er in Filmen rübergekommen ist, welche Rollen er da gespielt hat. Er wurde ja weitestgehend von Wolfgang Hess auch synchronisiert. Und also, weil, wie gesagt, der Film Bud Spencer ist nicht unbedingt der Privat-Bud Spencer, ne? Das sollte ja jedem klar sein. Und es geht mir jetzt auch nicht darum, um das Anhimmeln eines Filmstars oder in irgendeiner Weise da in diese Richtung. Also, da möchte ich gleich mal den Zahn ziehen, dass es auch damit nichts zu tun hat, sondern mit der Privatperson als solcher, also in der Rolle als Mann, ne? Also, dass wir uns da von Anfang an einfach richtig verstehen. I'm very happy that you are tonight here in our show, here in German and Austrian and television, Swiss television, and
I hope you enjoy it here very... Warum sprichst du nicht Deutsch mit mir? Sprich Deutsch. Hey, ich war der Erste. Nein, ich war zuerst an der Tür. Nein, Entschuldigung, ich war zuerst an der Tür. Ich war zuerst an der Tür. Mit. Ja, was? Komm, lass doch lieber ein Bier trinken, ist doch besser wie die Klopperei. In der Zeit hat er noch Zeit, auf den Toilette zu gehen. Ja, stimmt auch. Ne? Ich finde diese Szenen wirklich herrlich von Bud Spencer. Und zwar auch alleine deswegen, also wenn man ihn sich mal so anguckt, wie er so steht und sich bewegt, so diese Ruhe, diese Aufrichtigkeit, man erkennt es ja schon im Gang, eine gewisse Aufrichtigkeit auch in seinem Wesen. Die Szene hier mit Dieter Krebs zum Beispiel, das ist natürlich alles improvisiert und gestellt fürs Fernsehen, das ist natürlich klar. Aber Bud Spencer war ja auch im realen Leben tatsächlich, ich will nicht sagen kein Kind von Traurigkeit, aber ein Mann, der nicht beweisen musste, dass er ein Mann ist. Er hatte mal gesagt, das war in der Show von Markus Lanz, da war er auch schon älter, da war er schon um die 80, als er, glaube ich, das letzte Mal dort war. Da hatte er gesagt, er hatte da mal so eine Begegnung mit einem Mann im Straßenverkehr und irgendwas war da, dass, irgendwie im Stau irgendwas ist da gewesen, ne? Und da war der vorige Mann, der LKW-Fahrer, war irgendwie wütend, stieg aus dem Auto aus, war wütend und hatte eine Eisenstange in der Hand. Müsste man sich die Szene vielleicht nochmal anhören da bei, bei Markus Lanz müsste man mal eingeben, Bud Spencer, bei Markus Lanz, da findet man das. Und da stieg Bud Spencer auch aus und sagte, pass auf, wenn du mich mit der Eisenstange, wenn du mir eine runterhaust, denk dran, der erste Treffer muss sitzen, weil sonst stehst du nicht mehr auf. Und das halt auch, das meine ich, mit einer Ruhe, mit einer Selbstsicherheit, mit allem, was eben meiner Meinung nach eben einen Alpha-Mann ausmacht, das verkörperte er in jeglicher Hinsicht. Verglichen jetzt dazu zu Bud Spencer, wenn man sich das jetzt mal anschaut, so in den sozialen Medien, wo es diese Alpha-Kanäle halt eben gibt. Einiges davon, wie gesagt, hatte ich schon in meinem Alpha-Mann-Video. Wenn man das aber mal vergleicht, ne, wie so die Alpha-Männer dort sich artikulieren, wie sie reden. Erstens, die wenigsten davon, ich habe noch keinen wirklich gesehen, der sich in diesen Alpha-Kanälen auf diesen, ja generell so, also der sich als solches bezeichnet von sich selbst aus, habe ich noch nie gesehen, dass die eine gepflegte Sprache irgendwie hegen, dass die imstande sind, vernünftig zu reden, sachlich zu argumentieren. Es geht immer so, ich bin Alpha und ich habe hier und ich habe da und wenn du viele Frauen haben willst, dann musst du das machen und du musst eine Frau so. Und wie ich schon mal sagte, das ist das, was ein Alpha-Mann eben nicht tut. Er gebärdet sich nicht so. Ein Alpha-Mann definiert sich nicht darüber, ja, was, wie er das andere Geschlecht behandelt. Ich hatte es ja auch schon einige Male gesagt. Und das ist ja auch das, was Bud Spencer nicht tut. Und deswegen möchte ich jetzt gerne zur nächsten Szene kommen, ja, wo es um das Thema Frauen geht. Wenn man Ihr Buch liest, dann fällt eines auf. Sie sprechen ungeheuer liebevoll über Frauen. Voller Respekt, obwohl Sie sagen, in der ersten Phase meines Lebens, als ich noch nicht verheiratet war, habe ich alles sozusagen mitgenommen, was ich irgendwie mitnehmen konnte. Waren Sie ein schlimmer Finger? Nein, Moment, das ist eine ernste Sache. Ja. Ich habe seit 52 Jahren dieselbe Ehefrau. Seit 52 Jahren sind wir miteinander verheiratet. Ich weiß nicht, wie sie mich überhaupt ertragen hat, ehrlich gesagt. Aber niemals, nachdem ich mit dem Filmen angefangen hatte, und das liegt fast 23 Jahre zurück, der Anfang, niemals hatte ich auch nur einen anderen Kontakt oder Beziehung zu einer anderen Frau. Nicht mal einen Espresso habe ich mit einer anderen Frau getrunken. Und das aus Respekt an erster Stelle mir selbst gegenüber und an zweiter Stelle meiner Frau gegenüber. Aber ich habe gesagt,
Seit 43 Jahren habe ich noch kein Espresso genommen. Ich bin seit 52 Jahren verheiratet. Ich habe auch meinen Kindern gegenüber das so gesagt. Ich war nicht reif dafür, um zu verstehen, was wirkliche Liebe zu einer Frau bedeutet. Ich kam aus einem Elternhaus, aus einer Erziehung, die eigentlich nicht richtig war. Wenn wir über Frauen sprechen, Frauen ist das Wichtigste, was wir Männer im Leben haben. Es ist die einzige, von der wir sagen können, ohne eine Frau würde niemand von uns Männern nie auf der Welt sein. Klar, natürlich, künstliche Befruchtung und in vitro und so, das haben wir alles erfunden. Ist richtig, aber die 9 Monate, die muss die Frau ertragen. Sie haben mal gesagt oder sagen das auch in dem Buch, dass Sie der festen Überzeugung sind, dass man nur einmal im Leben wirklich liebt. Wie ist das gemeint? Also ich bin wirklich hundertprozentig davon überzeugt. Viele sagen, ich habe mich 3-mal verliebt. Das stimmt. Das stimmt eigentlich nicht. Der Blitzschlag, ne? Wenn es einen wirklich wie ein Blitz trifft, das gibt es. Wir vergessen ganz einfach dann, dass wir eigentlich Tiere sind. Eine Tierespezies. Ein Tier sieht in dem anderen, das kann ein Mann, eine Frau, ein Transvestit sein, oder was auch immer. Sieht etwas da in der anderen Person, will vielleicht nicht sofort Sex haben, aber es ist die Stimme, es ist das Aussehen, es ist der Körperbau, es ist der Blick, wie sie spricht. Also, dann fühlst du wirklich diese Leidenschaft und du glaubst, dass es deine Liebe ist. Aber nach 2 Monaten, vielleicht 2 Jahren, ist es dann doch vorbei. Weil es im Grunde genommen nur Leidenschaft ist. Wirkliche Liebe ist etwas, was auch unter Männern beispielsweise entstehen kann, nach meiner Meinung. Vielleicht nicht sexuell, weiß ich nicht, aber wahre Liebe gibt es auch unter Männern. Man kann beispielsweise auch lieben und eifersüchtig sein, aber wenn Liebe wirklich Liebe für eine Frau ist, dann ist das deine Liebe, die spürst du in dir selbst. Und du liebst sie nicht, weil sie dich liebt, weil das weißt du ja, wirst du nie erfahren, ob sie dich überhaupt liebt. Aber trotzdem liebst du sie. Schöner Gedanke. Und das ist exakt das, was auch meine Erfahrungen widerspiegelt. So, dass er konnte in jungen Jahren ja so ziemlich jede Frau haben, die er wollte. Ne? Er sagte, also es wurde da so ein bisschen angedeutet, ja, dass er wohl da schon Frauen gehabt hat. Ich meine, das ist völlig klar, das hat jeder, ich sag mal, irgendwo hat ja jeder, bevor er in eine feste Beziehung gegangen ist oder sogar in eine Ehe, hat er so seine Erfahrung gemacht. Und ich meine, wenn man ihn sich mal auf den Bildern anguckt, so wie er auch, welche Präsenz er hatte. Also es geht nicht nur um die Optik als solches, dass man sagen kann, wow, Bud Spencer war wirklich super attraktiv als junger Mann. Das ist natürlich auch wieder Geschmacks- und Ansichtssache. Aber wenn man das mal auch mit der Zeit vergleicht, ne, wo es noch kein Social Media und alles gab, würde ich sagen, dass der durchaus sehr hervorgestochen hat. Ja, im Vergleich zu anderen Männern, ne? Das macht es halt auch der Körperbau, die kleinen Augen, das kantige Gesicht und so weiter, ne? Das ist ja so das, wo man so allgemein sagt, das macht einen Mann äußerlich sehr attraktiv. Es ist aber auch die Art und Weise, seine Stimme. Und das ist das, was ich immer sage. Wenn mir, ich hatte es in meinem Alpha-Video schon gesagt, die ganzen jungen Männer auf YouTube, wenn man die Reden hört und sie wollen mir was von Alpha-Tier erklären, an der Stimme von einem Mann kannst du erkennen, inwieweit der Testosterongehalt da ist. Das spiegelt sich nicht unbedingt in seinem Aggressivitätenlevel wider, weil das hat auch was mit IQ zu tun. Da darf man nicht vergessen, obwohl Hormone natürlich auch Verhalten steuern, das ist ja ganz klar, hast du aber mit einem ausgeprägten IQ, ich sag mal so, um die 100, vielleicht ab 90, so je nachdem, da kommt auch noch so ein bisschen die Sozialisierung ins Spiel, ne? Hast du die Fähigkeit, auch wenn dir manchmal innerlich danach ist, jemanden mal wirklich eine runterzuhauen, aber du bist in der Lage, das zu steuern, ne? Weil dein IQ das eben zulässt. Und man weiß das aus der, ja,
ich nenne es jetzt einfach mal aus der Inzuchtforschung, dass Inzucht oder Linienzucht generell, bei Tieren weiß man das auf jeden Fall, dass der IQ gemindert wird und ein geminderter IQ führt zu einer höheren Gewaltbereitschaft. Das hat weniger was mit dem Testosteron zu tun, weil ja auch Frauen dazu neigen, zur höheren Gewaltbereitschaft, wenn sie, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen nicht ganz so intelligent sind. Ne? Da wird halt was miteinander kompensiert. Ne? Also das bedeutet, dass wenn man nicht weiter weiß, dann erhebt man die Hand. Nichts anderes ist das. Ne? Und das ist das, was ich auch versuche, immer so den Leuten klarzumachen. Was heißt den Leuten klarzumachen? Ich muss niemandem etwas klarmachen. Ich muss auch niemanden überzeugen. Sondern das hier ist jetzt rein meine Interpretation und meine Meinung auch, weil ich ja, wie gesagt, mit diesen ganzen mit den ganzen Alpha- und Beta-Verhaltensweisen, das war ja quasi viele, viele Jahre lang essentiell für mich, das unterscheiden und erkennen zu können. Gerade wenn man mit Tieren arbeitet, wo das gefährlich werden kann, wenn du eben nicht in der Lage bist, das richtig einzuordnen und einzuschätzen. Und Bud Spencer hat es gerade wunderbar in der Sendung gesagt, wir sind letztendlich auch Tiere. Und das ist genau das, was ich immer sage, auf eine gewisse Art und Weise. Der Mensch ist ja auch Natur. Ne? Die Leute denken immer so, der Mensch wäre der Parasit der Erde. In gewisser Form kann man das, ja, je nachdem, in welchem Aspekt man das in Zusammenhang bringt, kann man das so sagen. Aber letztendlich sind wir auch Teil der Natur. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Sonne, wir sind Lebewesen. Ja, und das mal so nochmal zu untermauern, das Ganze. Um aber jetzt nochmal auf die Verhaltensweisen, auf Testosteron und Stimme zurückzukommen, das finde ich ist nämlich ein interessanter Aspekt. Wenn man Bud Spencer reden hört, ne, also auch, er spricht deutlich, er spricht langsam und das ist nicht dem Alter geschuldet. Ja, er sprach auch schon so in jüngeren Jahren und das ist ja exakt das, was ein Alpha-Tier eben auch ausmacht. Das sind die ruhigen, die souveränen. Das sind nicht die, wie man das auf TikTok so kennt oder wenn man da jetzt mal wirklich mal so ein bisschen in den Social-Media-Kanälen mal so ein bisschen rumguckt, so wenn es um Alpha-Podcasts oder um Alpha-Verhaltensweisen und so weiter geht. Und da sind dann immer so welche, die gestikulieren immer so wild rum, die sind irgendwie unruhig. Kaum einer von denen, ich hatte es ja schon mal gesagt, ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise souverän. Und die etwas ruhigeren Typen darunter, nun ja, die lassen dann teilweise manchmal so dämliche Sprüche ab. Ich muss es leider mal so sagen, die sehr abwertend sind, also auf Frauen gegenüber. Ein Alpha-Mann muss keine Frau abwerten, um sich selber erhöhen. Da spielt übrigens die Geschlechterrolle, also die Geschlechter spielen da keine Rolle. Menschen, die andere Menschen abwerten, ne? Die tun das nur, um sich eben selber irgendwo erhöhen zu können. Und das sieht man auch auf den Red Pill Kanälen und auf den Alpha Kanälen und auf Black Pill und auf MGTOW und so weiter. Die Frauen sind ja alle so und so und die Frauen sind ja alle so und so. Das macht ja niemand, der souverän ist, der ein Rückgrat hat. Ne? Und der selbstbewusst ist. Das haben die gar nicht nötig und das macht Bud Spencer sehr, sehr deutlich. Er lobt die Frauen ja auch nicht in den Himmel, nur weil er jetzt irgendwie, wo man sagen könnte, oh, die hat den betaisiert. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber Männer und Frauen gehören eben zusammen. Ich verstehe das sehr wohl, dass heutzutage die Frauen, gerade so die jüngeren Frauen heute alle und gerade mit diesen ganzen Geschlechtergeschichten, dass da ja die wenigsten überhaupt wissen, wer sie sind und was sie sind und wo sie wirklich tatsächlich hingehören. Reden wir jetzt mal einfach nur von diesen, ja, also von ganz normalen Männlein- und Weiblein-Geschichten. Da kann ich das, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen, dass das auch die Männer teilweise in den Wahnsinn treibt, wenn die Frauen selber einen immer so auf rotzigen Mann irgendwo machen, ne? Dass ich sehr, sehr häufig auch 20-jährige Frauen benehmen wie 5-jährige kleine Bengel, weil sie eben meinen, sie sind dann tough oder es kommt besser an. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also ein Bud Spencer zum Beispiel hätte sich, da bin ich fest von überzeugt, niemals heute eine 20-jährige Frau angetan. Auch nicht aus dem Aspekt, wenn es immer heißt, ja, junge Frauen, na, die haben so tolle Körper. Naja, das will ich ja mal jetzt nicht so mal generalisieren, dass das ausschließlich was mit dem Alter zu tun hat. Ich habe es ja selber in einigen von meinen Videos habe ich es ja schon mal gesagt, die Männer konnten nicht unterscheiden, ob ich 20 oder 38 Jahre alt bin auf den Fotos. Ja?
Und wenn man ja, sich meine Bilder mal so anguckt, gut, ich werde sie jetzt hier nicht publizieren, weil um mich selbst als Person geht es jetzt nicht. Aber niemand hat gesagt, boah, du siehst mit deinen 38 noch jung aus, zum Beispiel. Obwohl doch, das haben einige schon gesagt, als ich denen gesagt habe, wie alt ich tatsächlich bin. Ne? Das hatte ich in Online-Streams auch. Und bitte jetzt nicht falsch verstehen, dass ich mich jetzt irgendwie vermarkten will. Ich möchte es jetzt einfach nur mal ansprechen. Und zwar, wenn ich online gestreamt habe, ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht, möchte ich gerne mal wieder. Wo ich das mit Kamera noch gemacht habe, da wo ich dann gesagt habe, wie alt ich bin, da haben die gesagt, was? Du wirkst aber, als wärst du so 10 Jahre jünger. Nicht, weil ich besonders kindisch bin, sondern eben einfach, weil, ja, mir wachsen noch keine grauen Haare, ich habe keine Falten im Gesicht und ja, so gewisse andere Merkmale, die, ich habe auch keine Krähenfüße oder irgendwie sowas, also weder Falten am Hals noch sonst irgendwo. Und das ist ja bei sehr vielen Frauen, fängt das ja dann schon so an, so langsam ab Mitte 30, und da kann ich das schon nachvollziehen, weshalb Männer sagen, ja, da nimmt für viele oberflächliche Männer so ein bisschen die Attraktivität ab. Mir ist es völlig Rille, ich möchte es einfach nur mal so sagen, aber ich bin der Überzeugung, dass ein Bud Spencer, bleiben wir jetzt mal dabei, nicht, also wenn er jetzt heute, nein, mal 50, 60 Jahre alt wäre, dass der auf die Idee kommen würde, sich eine 20-jährige Frau anzutun aus der jetzigen Generation. Davon bin ich fest von überzeugt. Und wie wir im letzten Gespräch, wo ich mit Uwe gesprochen habe, es auch schon mal festgestellt haben, er sagt es ja auch, weil er weise ist. Ja. Das ist es nämlich. Er ist weise. Ja? Und ich fand das auch sehr gut, den Aspekt, als er gesagt hatte, ich habe noch nicht mal mit einer Frau, also während er verheiratet war, jemals auch nur einen Espresso getrunken, und in erster Linie aus Respekt ihm selbst gegenüber. Und exakt das ist es doch, wo ich sage, ja, aber was ich schon die ganze Zeit sage, dass das so ist, ne? Ich meine, es kommt natürlich drauf an, wenn man jetzt, was ich, in irgendeinem bestimmten Business ist und man hat eine Frau als Geschäftspartner oder irgendwie sowas, dann ist das natürlich was anderes, dann ist das natürlich im beruflichen Spektrum. Aber warum sollte ein verheirateter Mann privat mit einer Frau auf einen Espresso gehen? Auch wenn es vielleicht eine alte Schulfreundin oder irgendwie sowas ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten würde, wenn mein Freund das machen würde, und ich habe keine Ahnung. Ich meine das jetzt wirklich so, ich habe keine Ahnung, wie ich das sehen würde. Oder wie er das sehen würde, wenn ich sagen würde, oh, ich habe einen alten Schulkameraden, den ich mal treffen möchte. Gut, von denen eigentlich niemanden. Aber ich meine das jetzt nur mal so, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Interessant fand ich das bei Bud Spencer auch, als er gesagt hatte, dass er auch, ich weiß nicht, hat er das in dem Video gesagt? Ansonsten füge ich mal gleich die Schnipsel an, die ich noch habe, dass er kein eifersüchtiger Typus gewesen ist. Genau, ich hatte nämlich aus einem Interview mir mal so 2 Schnipsel mal rausgesucht, die ich sehr aussagekräftig fand diesbezüglich. Da sagte er, ich habe von der Natur diese große Gabe mitbekommen, dass ich nie eifersüchtig, nie wütend und nie neidisch bin, erklärt Spencer weiter. Über die Einstellung der Liebe zu seiner Frau sagt er, ich liebe die andere Person und werde es nie wissen, ob ich zurückgeliebt werde, und ich verlange es auch nicht. Es sei für ihn wirklich das Schrecklichste, was man sich überhaupt vorstellen kann, wenn sich jemand verliebe und dann glaube, von der anderen Person etwas verlangen zu können oder sie zu besitzen. Genau das ist es. Und das meine ich mit dem Besitzen. Das machen ja nur also Männer, die selber total unsicher sind und kein Selbstvertrauen haben. Natürlich, gebranntes Kind scheut das Feuer, das ist mir auch schon alles klar. Ich lese es und höre es und sehe es eben auch bei diesen Männerkanälen und Männerrechtskanälen oder wie man das auch immer nennen mag, dass sie zum Beispiel sagen, ja, Frau, die einen Instagram-Account hat, wäre schon eine Red Flag, weil da sind ja potenziell immer andere Männer, die mit ihr schreiben könnten. Und ich gehe da mit Bud Spencers Worten mit, denn ich bin auch so, ich bin nicht eifersüchtig, wütend oder neidisch. Das sind so Eigenschaften, die findet man in meinem Wesen eigentlich nicht wieder. Gut, wütend ist mal jeder irgendwann mal, aber jetzt nicht so, wie man das so von vielen anderen Leuten kennt, die da wer weiß wie ausrasten oder ihre Wut an anderen Leuten auslassen oder irgendwie sowas. Ne? Also das, da gehe ich schon sehr mit. Und hier beim zweiten Schnipsel habe ich noch, er habe stets aus Achtung vor der Beziehung zu seiner Frau auch darauf verzichtet, all diese Szenen und kleine Skandale zu inszenieren, wodurch andere Prominente die Schlagzeilen der Presse füllen. Na, das kennt man ja, ne? Auch schlechte Publicity ist Publicity, und das zeigt ja sehr seinen Charakter, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Ein weiteres Erfolgsgeheimnis sei, also da geht es halt, wie er, warum er so lange verheiratet ist und was das Erfolgsgeheimnis einer langen Ehe halt ist, ne?
Also ein weiteres Erfolgsgeheimnis sei, dass man Opfer für die andere Person bringen müsse. Seit ich Schauspieler bin, also seit 1967, habe ich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, mich nie mit einer anderen Frau zu verabreden, auch nicht um einen Kaffee zu trinken. Das sei zwar zunächst schwer durchzuführen, aber am Ende doch ganz einfach, so Spencer. Ich habe die Entscheidung getroffen, da in den heutigen Zeiten auch schon eine harmlose Einladung zum Kaffee von der Presse als Vorwand für Gerüchte oder eine Schlagzeile genommen werden könne. Es sei nicht so, dass ihm Kaffee nicht schmecke. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, das ist ein männliches Vorbild, meiner Meinung nach. Und mit den Männern, mit denen ich so spreche, wenn wir auf das Thema Bud Spencer Bud Spencer-Thema zu sprechen kommen, die sagen Ähnliches. Und ich finde, auch in der heutigen Zeit, wo alle immer ihre Verantwortung abgeben, Social Media ist schuld, dass die Frauen so sind. Social Media ist schuld, dass die Männer so sind. Ja, okay. Alle anderen sind immer schuld daran, dass du keinen Charakter hast. Da, ja, und dann suchst du natürlich immer nach deiner Bestätigung und die wirst du im Internet finden. Bei anderen, ja, die genauso denken. Und damit kreierst du dir eben eine Bubble, die, ja, ich sag self-fulfilling prophecy. Es ist immer das Gleiche. Ein Bud Spencer würde, auch wenn er jetzt ja noch leben würde und ein paar Jahre jünger wäre, ich bin der Überzeugung, dass er so authentisch ist und so ein starkes Rückgrat hat, der würde nicht die Social-Media-Welt dafür verantwortlich machen, warum bei ihm was nicht funktioniert. Oder er hätte sich trotz alledem wahrscheinlich die Frau genommen, die er ja genommen hat. Davon bin ich überzeugt. Ne? Gut, ich kenne seine Frau nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass solche Männer mit so einem authentischen Wesen, der würde, wenn der sich das Social Media mal reinziehen würde, der wird nach 10 Minuten sagen, was ist denn das für ein Schwachsinn, und wird den Laptop zuklappen und wird sich wieder seinen Interessen widmen. Der würde sich mit sowas überhaupt nicht abgeben. Ich glaube auch nicht, dass der sich die Frage jemals gestellt hat, wie männlich bin ich? Bin ich ein richtiger Mann? Das macht ja ein normaler Mann nicht, der sich bewusst ist, dass er ein Mann ist. Ne? Und ich denke, jeder Mensch sollte ein Vorbild haben, zu dem er aufschauen kann, aber nicht jemanden, der nur Wasser predigt und Wein säuft oder der selbst nicht liefern kann. Da sehe ich das Problem. Und deswegen finde ich, Bud Spencer war ja ein Macher, der viele Dinge getan hat. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, was er schon so alles gemacht hat und wo seine Interessen da lagen und so weiter. Das ist ja das, was Menschen auch interessant macht. Was sollen Frauen an Männern interessant finden, die eigentlich nur zu Hause vom PC hocken, arbeiten gehen, am PC hocken, sich vielleicht mal mit Freunden treffen? Was soll daran interessant sein für eine Frau? Ja? Und es liegt auch daran, dass Frauen in der Regel durchschnittlich mehr Interessen haben als manch Mann, weil Männer sind simpel. Die sind mit Kleinigkeiten schon, ja sag ich mal, sehr zufrieden. Deswegen neigen auch Männer dazu, sich sehr schnell sehr gehen zu lassen. Ich rede jetzt nicht vom körperlichen Aspekt, sondern eben vom geistigen Aspekt. Die haben wenig Hunger auf, ja, Wissen. Das sind nur vereinzelte Männer, die das halt haben, ne? Oder wenn, ihr kennt doch das typische Beispiel unter Pärchen, sie will immer reisen und in Urlaub und er, ach nee, komm zu Hause, bei Bier und Fußball geht's mir gut. Ja, da kann eine normale Frau nichts mit anfangen. Auch wenn das simpel für einen Mann ist, wo er sagt, da bin ich mit zufrieden. Ja, aber du musst dir halt auch dann auch die Frage stellen, wirkt das aufs andere Geschlecht irgendwie in irgendeiner Weise anziehend? Ja? Dann gibt's ja diese Männer, die eben sagen, ja, was soll ich denn sonst machen, dies und das und jenes. Ja, da, genau das ist es ja. Die Frage, die du dir selbst stellst, das ist exakt das, was Frauen auch von dir denken. Was soll sie mit dir? Und das ist das, was ich sage, warum Bud Spencer eben ein Alpha-Mann ist, an dem man sich orientieren, was heißt orientieren, aber dem man sich zum Vorbild nehmen kann, der einfach grandios ist, wie er redet, seine Aussprache, sein Intellekt, sein sein Wesen halt eben einfach. Das ist etwas, wo man, das ist der Mann, den du um Rat fragst, wenn es mit einer Frau mal nicht läuft. Und nicht irgendwelche Männerrechtler im Internet, die sich noch immer so ein bisschen anhören wie die Jugendlichen. Wisst ihr, was ich immer so schwierig finde? Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt mit Testosteron und der Stimme. Nur weil man sich einen Bart stehen lässt oder sich jetzt einen Dutt macht als Mann, macht dich das nicht zum Mann, wenn du dann immer noch so rumquäkst. Von der Stimme. Für seine Stimme kann keiner was. Aber wenn sie dir erklären wollen, Sport steigert dein Testosteron, naja. Ja. Und ich habe ja schon mal erzählt, Hormone steuern auch Verhalten, aber der IQ
regelt das, wie du dich letztendlich im Alltag verhältst. Also wer dann immer meint, ein Alpha-Tier ist wegen dem hohen Testosteron immer aggressiv und dies und das, der hat nicht verstanden, was ein Alpha-Tier ist. Ja, das ist klar. Für mich, klar. Und für die Leute, die sich damit auskennen, ist das auch klar. Und wenn Bud Spencer Lehrgänge geben würde, heutzutage, für Männer, was dann könnte ich mir das so vorstellen, wie das so ganz früher war, da ist der Weiseste im Dorf, der Dorfälteste, der Chief, der Häuptling, und die jungen Männer schauen zu ihm auf und er gibt ihnen gute Ratschläge. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das etwas ist, was charakterformend den jüngeren Männern zugutekommen würde und nicht diese Social-Media-Welt, wo jeder erzählen darf und kann, was er will. Gut, es soll jeder, ja auch die Gedanken sind frei, aber ein guter Mann hat mal zu mir gesagt, folge keinem Folger. Männer, die immer das so abhängig machen, wie sie sind und was sie wollen und sich erst andere Männer angucken müssen, um da in ja ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln, unterscheiden sich ja nicht von Frauen, ne, die Angst haben vor Ausschluss aus der Gruppe. Dasselbe, wenn man da sich mal so umguckt, alle benutzen dieselbe Sprache, alle kopieren voneinander. Bud Spencer war authentisch, der brauchte niemand anderen, um etwas zu kopieren, um dann es zu übernehmen. Ne? Sicherlich hat er auch Einflüsse gehabt, das hat ja jeder Mensch, ne? Ich weiß ja nicht, inwieweit da die Vater-Sohn-Beziehung war. Er hatte das ja in dem in der Einschau hatte das ja gesagt, dass er in einer Familie aufgewachsen ist, wo irgendwas nicht so ganz richtig lief. Ne? Und trotzdem hat er sich zu dem Menschen gemacht, der er geworden ist, halt letztendlich, ne? Und ja, ich denke mal, der hat auch eine sehr stark ausgeprägte Resilienz gehabt. Für mich ist das einfach nur, ja, das ist für mich ein Mann, da kannst du einen Kniefall vormachen. Und nicht das, was da so im Internet rumhampelt, was die erzählen will, was ein wahrer Mann ist. Und dass das davon abhängt, ja, was Frauen wollen, dies, das und jenes. Ein richtiger Mann weiß gar nicht, was Frauen so wirklich wollen. Er ist einfach er selbst und guckt, ob er da das passende Gegenstück zu findet. Wenn du meinst, du brauchst 25.000 Frauen in deinem Leben, naja, wäre für mich eine psychologische Auffälligkeit, wenn man mich fragt. Ne? Andere, die sehen das anders. Wenn sich dein ganzes Leben nur um deine Eier dreht, ja, dann hast du definitiv ein Problem. Würde ich sagen. Ne? Kann jeder anders sehen. Es heißt ja immer, der Mann, der ist ja so, weil der ist ja dafür ausgelegt worden, möglichst viele Weibchen begatten zu können. Oh Mann. Da haben einige wahrscheinlich wirklich in Biologie ein bisschen gepennt, was das angeht. Das wird immer gerne falsch verstanden. Und ich finde, solche Männer wie Bud Spencer, die fehlen heute einfach in vielerlei Hinsicht. Sie fehlen. Und das hat nichts mit uns Frauen zu tun, dass diese Männer fehlen. Ich finde das immer so interessant, wenn die Männer dann sagen, ja, ihr Frauen wolltet uns doch auch so haben. Ja, welche Frauen wollten den Mann so haben? Welche? Ich kenne keine. Gut, das ist jetzt nur meine Bubble, ne? Aber ich finde das immer dann sehr, sehr einfach von den Männern, das dann wieder auf die Frauen zu schieben. Das sagen ja auch viele Aussteiger aus dieser ganzen Red Pill-Bewegung, dass ihre gescheiterte Ehe, ihr finanzieller Ruin, immer sind die Frauen dran schuld. Nein, du hast überhaupt nichts dazu beigetragen, genau. Männer sind ein bisschen betriebsblind auf ihre eigene Weise. Männer merken vieles nicht, wo Frauen eben schon sehr viel eher merken, wenn da irgendwie der Haussegen schief läuft. Das erkennen Männer nicht. Und dann heißt es immer, sie hat mich ohne Angaben von Gründen einfach verlassen. Nee, so einfach kannst du es dir nicht machen. Da waren schon viele Anzeichen, die du nicht gesehen hast. Ne? Ein intelligenter Mann sieht das. Ne? Und der merkt das. Hat einfach. Und ein intelligenter Mann ist nicht jemand, der Arzt oder Anwalt ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ein intelligenter Mann ist auch ein Bud Spencer. Und davon, wie gesagt, haben wir leider sehr, sehr wenige. Aber das ist so dieser Typus Mann, wo ich sage, das ist ein Mann. Und das sind immer so die Männer, wo ich schon von Kindesbeinen an aufgeschaut habe, dass das so mein Männeridealbild gewesen ist. Das war für mich, war das sehr prägend. Ne? Und so diese, ja, so das, was so heute so rumläuft und was immer so aggro im Internet ist, so diese Internet-Rambos, wie ich sie nenne, das hat relativ wenig was mit Mannsein zu tun, ne? Und ich denke, die meisten, wenn sie so ein bisschen sich, das ist ja, das muss ich erstmal sagen, aus der Red Pill zum Beispiel, was ich gut finde, wenn sie den Männern
bisschen erklären, dass sie an sich selbst arbeiten müssen. Sie sollen sich nicht um 180 Grad drehen, aber eben an sich selbst arbeiten müssen. Und so, das ist ja auch alles gut und schön, aber wer da immer meint, es geht so sehr um den Körper, die meisten Frauen von uns, also ich rede jetzt von Frauen und nicht von diesen oberflächlichen Ludern, die es so im Internet so gibt, ne? Von denen rede ich nicht. Von denen redet ihr Männer, aber meistens. Das ist ja kein Wunder, dass bei euch nicht so klappt, wie es soll, ne? Wir interessieren uns dafür nicht relativ, also nicht so wirklich groß, ne? Da finde ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt, wenn man von Attraktivität spricht, war ein Bud Spencer mit seiner Wampe definitiv attraktiver als die meisten durchtrainierten 25-jährigen Jungs, die da heute rumlaufen und zum Beispiel auf YouTube Kanäle machen oder Fitness-Influencer und so. Für mich sind das extrem nervige Typen. Ich bevorzuge da wirklich einen Mann wie Bud Spencer. Das ist ja, entspannend. Ne? Allein ein Mann, wenn der einen Mund aufmacht und da kommt so eine Stimme bei raus, das ist für mich männlich. Ja? Und ein Mann, der immer noch so eine Stimme hat und immer so ein bisschen so redet, da haben wir auch in der Red Bull-Szene sehr viele davon, nehme ich nicht als überaus männlich wahr, ne? Auch wenn sie das von sich aus denken, aber Männer neigen auch immer sehr zur Selbstüberschätzung, ne? Der, ja, ich, also wenn man sich Vorbilder sucht, kann ich nur sagen, beschäftigt euch doch mal mit dem Mann, guckt ihn euch an, ne? Klar, die Filme sind sowieso legendär und zeitlos, die kann man immer gucken, aber die Filme selber haben relativ wenig was mit Bud Spencer zu tun, obwohl er ja auch schon mal gesagt hat, ein bisschen was von ihm ist in jeder Filmrolle noch mit dabei, ne? Das merkt man auch deutlich, aber so ein bisschen das Ganze entspannter zu sehen, so wie er auch. Und wenn man essen will, dann isst man halt. Und wenn die Frau einen nicht will, weil man eine Wampe anstatt ein Sixpack hat, ja, suchst du nach einer anderen Frau. Ne? Willst du die Frau, die dich nur will, weil du ein Sixpack hast? Die Frage musst du dir selbst stellen. Ja? Die Frau von Bud Spencer hat sich auch nicht von ihm getrennt, wo er angefangen hat, wo er dann fett wurde. Ja? Das ist auch kein Trennungsgrund. Ich kenne das bei vielen Paaren, die werden dann fett. Das hat übrigens was mit der Nistvorbereitung zu tun und den Hormonen, weniger mit der Ernährung und dem Sportverhalten. Nur mal so viel dazu. Das ist ganz interessant. Da könnte ich mein eigenes Video drüber machen, warum das so ist. Und die trennen sich ja deswegen auch nicht, ne? Tja, ach, ich weiß gar nicht, was ich großartig über diesen Mann noch erzählen kann, außer dass dieser Mann stirbt niemals, kann ich dazu sagen. Heroes never die, hat mal jemand gesagt. Und ich finde es großartig, ich bin der Meinung, es sollte mehr solche Männer geben, weniger dieser hyperaktiven, sich selbst überschätzenden, um es mit den Worten von Susanne Greger-Lange mal zu sagen, diese Pfeifen, die da draußen rumlaufen, ja. Es muss nicht jeder gleich sein, jeder soll unterschiedlich sein, aber ich mag das, wenn ich persönlich vor allen Dingen mag diesen Typus Mann ruhig, souverän, männlich. Ne? Und ich kenne viele Frauen, die das genauso sehen und die dadurch auch einmal diesen gewissen Respekt vor dem Mann als Mann wahren. Weil das ausschlaggebend kriegt. Wenn du immer so ein Diskutierer bist und so einer, der sich wegen jedem ein bisschen getriggert fühlt und wegen jedem Mist gleich in die Luft geht und wie gesagt, Männer, die diskutieren, sind derart unsexy. Das ist der 1-Million-Dollar-Tipp. Kannst du mir glauben. Nun ja, das soll es aber erstmal zu Bud Spencer gewesen sein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.